Angst vorm Tode habe ich nicht. Ich habe aber Angst vorm Leben, wenn die Bedingungen für mich schwieriger werden. Mein Name ist Benjamin Knorr. Ich bin 17 Jahre alt und Reporter im Mediendienst der evangelischen Jugend. Ich frage mich, wie ist das eigentlich, alt zu werden oder alt zu sein? Gehört man dann zum alten Eisen oder besitzt man dann erst die große Weisheit? Ich werde den Rentner Klaus Peukmann treffen und ihn genau das fragen. Hallo. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist. Hi Klaus, alles gut soweit? Ja, prima. Super. Mein Name ist Klaus Peukmann. Ich bin 79 Jahre alt und ich bin inzwischen 95% sehbehindert. Klaus, ich bin jetzt 17 Jahre alt und denke heute, bis ich alt bin, das dauert noch ewig. Wie hast du damals über alte Menschen gedacht und wie tust du es heute? Ja, es ist ganz natürlich, dass die Menschen älter werden und irgendwann nicht mehr da sind. Und früher hat man seinen Körper überhaupt nicht gemerkt und ist völlig unbedacht mit dem umgegangen. Heutzutage aber muss man auf vieles eingehen, was einem der Körper so diktiert, nicht? Wenn man älter wird. Fühlst du dich manchmal unerhört von der Gesellschaft? Ich habe jetzt wieder irgendetwas zugeschickt von Bekannten, denen bekannt ist, dass ich zu 95% sehbehindert bin und nicht ohne Hilfsmittel noch gut lesen kann. Und das sind manchmal so klein geschriebene Sachen. Da bin ich, meine ich, auch unerhört worden. Die kennen mich. Und da hätte man gedacht, na, die können das vielleicht auch ein bisschen in vergrößerter Schrift. Das machen auch viele, aber eben nicht immer alle. Klar, und da fühle ich mich dann, da kann man schon sagen, dass man sich da unerhört fühlt. Könntest du dir vorstellen, dass es in der Gesellschaft alte Leute gibt, die sich unerhört fühlen? Ja, so aus gewissen Dialogen erkennt man das schon, dass das in vielen Fällen so sein wird, nehme ich an. Aber ich denke, das sind aber auch diejenigen, die sich unerhört fühlen, selber dran schuld. Denn ich meine, ein bisschen Kontakt gehört auf allen Seiten dazu, ne? Denkst du, zum Beispiel ich als Jugendlicher, könnte was von den alten Menschen lernen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass das so sehr viel sein muss, aber ich finde, die Jugend sollte weitgehend ihren eigenen Weg finden und wenn sie Unterstützung haben möchte, dann kann sie auch sich mal an die Älteren wenden. Klaus, wie wichtig ist für dich das Thema Mobilität im Alltag? Ja, das wird ganz besonders dann wichtig, wenn die Mobilität, wie man sie früher hatte, zum Teil oder auch zum großen Teil verloren gegangen ist. Das hat schon eine große Bedeutung. Unter diesen Umständen, auch in Bezug auf die Mobilität, könntest du dir ein Leben auf dem Land auch vorstellen? Ja, auf dem Land müsste ich sicherlich auch leben. Es wäre aber aufgrund dessen, was sich da im Laufe der Zeit entwickelt. Also Ärzte sind kaum noch da, Geschäfte werden immer weniger da. Dann wäre auch sicherlich der Busverkehr vielleicht nicht mehr so optimal, wie er hier in Osnabrück ist. Sodass ich schon sagen muss, es wäre wesentlich schwieriger, auf dem Lande zu leben mit der Behinderung, als hier in der Stadt. Okay. Was persönlich bereitet dir Sorgen? Oder was sind Dinge, wo du dir sagst, ja, da habe ich Angst vor? Angst habe ich eigentlich überhaupt nicht, weil das Älterwerden und das mal sterben müssen, das gehört eigentlich zum Leben. Ich bin neulich fast das Gleiche gefragt worden, ob ich Angst vor dem Tode hätte oder sowas. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, Angst vor dem Tode habe ich nicht. Ich habe aber Angst vor dem Leben, wenn die Bedingungen für mich schwieriger werden. Das ist ein Unterschied. Klaus, du bist ja zu 95% sehbehindert. Ja. Und ich meine, den Alltag zu bewältigen, klingt im ersten Moment doch relativ schwer für eine solche Behinderung. Wie schaffst du das alles so alleine? Alles das, was man schon mal gemacht hat und woran man sich gewöhnt hat, man war auch schließlich ja mal ein vollkommen gesunder, sehender Mensch, das ist alles nicht so schwierig, wenn man auch neben dem, was man noch als Restsehvermögen hat, auch noch ein bisschen Vorstellungs- und Einordnungskraft hat. Glaube ich. Denkst du über deine Behinderung eher als Tatsache nach oder eher als Last, mit der du umgehen musst? Es ist objektiv gesehen eine Last. Aber ich habe mich daran gewöhnt, mit vielen Dingen, die nicht mehr so ganz normal sind, einfach klarzukommen. Ja. Und das ist auch das Beste so.
ich sehe das als Tatsache. Das lässt sich nicht ändern. Ich habe das halt. Mhm. Ich habe die medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft, mich entsprechend untersuchen zu lassen. Und deswegen sehe ich das als Tatsache von meinen Genen her, aber nicht als besondere Last. Glaubst du, den jungen Menschen fehlt manchmal das Verständnis für die alten Leute? Ja. Aber das finde ich aber auch nicht so abwegig, weil die jungen Leute haben ihre eigenen Interessen, ihren eigenen Gesichtskreis. Und für die kann nicht das Wesentliche sein, sich mit diesen vielen Alltagsproblemen der älter werdenden Menschen zu befassen. Wobei verspürst du das Gefühl von Dankbarkeit? Ich bin dankbar für das Leben, was ich führen konnte. Mhm. Ich gucke nicht mit irgendwelchen Schrecken oder irgendwelchen Groll zurück. Mhm. Ich habe, wie gesagt, viel gesehen von dieser Welt. Ich habe auch jahrelang eine ganz gute Familie gehabt. Ich vermisse eigentlich nichts, außer vielleicht, ich habe ungefähr 60, 65 oder 70 Länder bereist auf dieser Erde. Das ist schon ordentlich. Und deswegen würden mir noch ein paar fehlen, aber damit habe ich mich abgefunden. Das ist auch irgendwann zu Ende und geht nicht mehr. Ne? Ja. Klaus, vielen Dank für deine offene Art. War schön, mit dir zu reden. Die Menschen werden immer älter. Der demografische Wandel betrifft uns alle. Das habe ich heute beim Gespräch mitbekommen. Klaus zum Beispiel hat mir ein wenig die Angst davor genommen, älter zu werden. Von Menschen wie ihm können wir Jugendliche vieles noch lernen. Und deswegen hört ihnen zu. Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. www.kirche.media